Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe meiner Wochencharts. Genau, die 33. Ausgabe sind wir tatsächlich schon in diesem Jahr und ja, wir nähern uns schön langsam dem Ende des Jahres. 4 Monate haben wir noch, also circa ja, 10 bis 12 Ausgaben werden noch kommen dieses Jahr, genau. Wir haben heute auf jeden Fall in den Top 25 7 Neuzugänge am Start, das ist einiges auf jeden Fall, und einen Wiedereinsteiger. Dazu gibt es natürlich Neuvorstellungen und so weiter. Also heute haben es mir mal einige wirklich gute Songs reingeschafft. Unter anderem K-Pop ist was dabei. Dann der Liebling der Woche von Matuschke auf Bayern 3 ist auch mit am Start. Und auch was von einer Newcomerin aus Niederbayern, die erst 17 Jahre ist. Also einiges am Start, aber zuvor schauen wir uns erstmal die Plätze 40 bis 26 an. Und da haben wir auf Platz 40 Offenbach mit Head, Shoulders, Knees and Twos. Dann auf Platz 39 die neue Single von Charlie Puth, Hard on Yourself. Dann auf Platz 38 Oliver Schmiedl mit Idle. Purple Disco Machine mit Hypnotize auf Platz 37, Lotte mit Mehr davon auf der 36, Robin Schulz und Wes mit Alan auf Platz 35, die 34 geht an Little Mix mit Holiday, Platz 33 J Balvin und Dua Lipa mit One Dia, dann Teen Snake mit Make You Mine auf Platz 32, Taylor Swift mit Cardigan auf Platz 31, Ellie Goulding mit Slow for Nate auf der 30, die 29 belegen die Goldjungs mit Langeweile, auf der 28 Jazz Nuolo und Yav 685 mit Savage Love, der ist nicht mehr unter den ersten 25. Dann haben wir Troye Sivan mit Rager Teenager auf Platz 25 und die 26 die Chucklers mit Hard and Done. So sieht's auf jeden Fall aus. Und jetzt starten wir rein in die Top 25 und auf Platz 25 gleich mal ein Song, wo sich mehrere Künstler zusammengeschlossen haben. Das sieht man ja immer wieder mal, und auch dieses Mal ist sogar gleich mal der Absteiger des Tages. Die Rede ist dann natürlich von Pala Kultura, von David Guetta, Human X und noch ein paar anderen. Absteiger des Tages, 18 Plätze runter, vom Platz 7 letzte Woche nur eingestiegen auf die 25 runter. Dann auf Platz 24 kommen wir gleich mal ja, zum einzigen Wiederansteiger für heute, nämlich von Kelly Minogue, Say Something, der Song hat es wieder reingeschafft. Dann kommen wir schon zu Platz 23, da haben wir heute Lizzo mit Candlelight am Start. Letzte Woche noch die 15, diese Woche 8 runter auf die 23, ganz normal auf jeden Fall. Dann beginnen wir jetzt auch mit den Neuzugängen, schön langsam der erste Neuzugang auf Platz 22. Ich habe gesagt, es ist was in K-Pop dabei und die bekannteste Band aus der K-Pop-Szene, BTS, die haben was Neues. Dynamite heißt ihr neuer Hit, hat es gleich eingeschafft bei mir in den Countdown auf Platz 22. Da haben wir auch keine Neuvorstellung gebraucht. Genau, weil die Songs in der Neuvorstellung kenne ich tatsächlich noch nicht so lange. Das sind immer die Songs, die ich noch schnell reinbekomme, bevor ich dieses Video hier mache. Genau, Platz 21, auch schon länger dabei tatsächlich, Glockenbach und Glätter mit Dancing in the Dirt, aber diese Woche ging es halt auch 13 Plätze runter, also ja, von den Songs, die weiter unten stehen und nicht neu eingestiegen sind, werden wir uns wahrscheinlich verabschieden müssen nächste Woche. Aber der Song schon lange dabei, auf jeden Fall vom Platz 8 runter auf die 21. Dann die erste Neuvorstellung für heute. Und da hat tatsächlich Felix Jähn mal wieder was Neues, zusammen mit Nia, die wir ja von Some Say kennen, war ja bis vor 2 Wochen auch noch bei mir im Countdown dabei. Und Brian Christopher, No Therapy heißt der neue Song von Felix Jähn, diese Woche noch außerhalb der Bewertung, aber nächste Woche kommen natürlich die Neuverstellungen mit rein in die Bewertung. Mal schauen, wie weit es für den Song dann raufgeht. Dann Platz 20, letzte Woche neu eingestiegen auf Platz 13. Diese Woche ging es wieder 7 Plätze runter auf die 20 für Vincent Bueno mit Instant Dose. Der Sänger, der ja auch beim ESC tatsächlich mal am Start war. Dann auf Platz 19 haben wir den zweiten Neuzugang für heute von einer 17-jährigen Newcomerin tatsächlich aus Niederbayern, aus ja, meiner Heimat, zumindest aus der Nähe davon,
Lina Strobel, Don't Care. Neuer Song, Platz 19. Der ist auch wirklich gut für das, dass es wirklich erst eine ist, die noch nicht mal 18 ist. Ist es schon wirklich ein guter Song. Dürfen wir gespannt sein. Den Namen bitte merken auf jeden Fall. Dann, Platz 18. Geht an Jonas Blue und Max mit Naked. Letzte Woche noch Platz 11 gewesen. Diese Woche 7 Plätze runter. Und gefühlt gibt es Jonas Blue und Michael Schulte diese 2 Wochen jetzt im Doppelpack, weil Michael Schulte geht auch 7 Plätze runter. Der war davor auf der 10 mit For a Second. Also beide Songs gehen hintereinander 7 Plätze runter. Dann schon der dritte Neuzugang. Der war ja letzte Woche tatsächlich auch schon dabei, allerdings nicht in den ersten 25, und vor 2 Wochen war der eine der Neuvorstellungen. Die Rede ist von Death by Romy, Finding for a Lover, jetzt auch endlich mal angekommen in den ersten 25. Somit der dritte Neuzugang für heute. 4 haben wir tatsächlich noch, also ist auf jeden Fall noch einiges an neuen Songs am Start. Dann Platz 15. Nach dieser Neuvorstellung Gunnar Gehl, von dem habe ich auch bisher noch nie irgendwas gehört. Pleasure in Pain ist ein guter Song, deshalb bei mir Neuvorstellung, aber den habe ich mir nur einmal anhören können, weil dann ja, war die Deadline tatsächlich schon gesetzt für meine Wochencharts. Diese Woche kamen ja die Musikvorschläge von euch ja alle später an, aber trotzdem habe ich da noch ein paar integriert sozusagen. Ich hatte ja die Liste da noch nicht fertig. Das ist ja eh immer ganz gut. Ich warte immer auf den Kommentar. Dann von Bastille, What You Gonna Do auf Platz 15. Letzte Woche noch Platz 5. Diese Woche also 10 Plätze runter. Und auch für den nächsten Song auf Platz 14. Der war auch letzte Woche in den Top 5, aber der ist auch schon lang dabei. Das ist auch einer der Songs, der am längsten dabei ist, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, welcher Song von denen am längsten dabei ist, aber das ist wirklich ein wirklich starker Song, der schon länger dabei ist, aber jetzt auch einige Plätze backup ging. Elevision und Gigi D'Agostino mit Hollywood. Letzte Woche Platz 3, diese Woche gleich mal 11 Plätze runter auf Platz 14. Dann gibt es jetzt den vierten Neuzugang für heute. Lucas Graham hat tatsächlich was Neues. 7 Years war ja sein erster Song, mit dem er wirklich bekannt wurde. Dann hatte er noch ein paar andere Hits, zum Beispiel Love Someone vor 2 Jahren. Und jetzt zusammen mit Jay Easy, Share Ted Love, Platz 13 neu eingestiegen. Dann kommen wir auch schon zum fünften Neuzugang. Die anderen beiden Neuzugänge sind in den Top 10 dabei. Und ich habe ja gesagt, K-Pop ist was dabei. Tomorrow X Together, die haben auch einen neuen Song. Drama heißt der, Platz 12 neu dabei sozusagen. Dann Platz 11, das ist jetzt der Aufsteiger des Tages. Mit 13 Plätzen hoch vom Platz 24 auf die 11. Letzte Woche hat er erst nur eingestiegen. Maroon 5 mit Nobody's Love schafft es knapp nicht rein in die Top 10, aber Platz 11 ist doch eine gute Platzierung und gibt ja auch ordentlich Punkte dann für die Jahrescharts. Genau, dann die dritte Neuvorstellung stammt von den 257ers IKEA. Ja, wenn man mal wieder zu IKEA geht, sollte man sich dieses Lied definitiv anhören. Oder am besten, bevor man zu IKEA geht. Genau. Dann machen wir weiter mit Platz 10. Dominik Feig. Letztes Jahr Free Nights, mit dem Song wurde er letztes Jahr am Anfang des Jahres bekannt. Mittlerweile ja, liefert er auch regelmäßig neue Songs. Double Negativ ist sein aktueller. Vom Platz 19 auf die 10 hoch. Dann auf Platz 9 haben wir Elle Eihe, die ist auch letzte Woche erst neu eingestiegen mit Tell Me About It. Vom Platz 16 geht sie 7 Plätze auf die 9 hoch. Dann haben wir den sechsten Neuzugang. Der zweithöchste für heute ist ein Duo tatsächlich. Clean Bandit und Mabel. Wie sich das wohl anhört, das hört ihr in diesem Song zuerst gehört. Natürlich mal wieder im Radio, wie so oft. TikTok heißt ihr auf jeden Fall. Da war auch 24K Golden integriert in diesen Song. Genau. Dann machen wir weiter mit Platz 7. Ist ein deutscher Song. Gibt es ja auch nicht so häufig, dass deutsche Songs dabei sind. Die meisten sind ja auf Englisch. Alle anderen, die jetzt noch kommen, sind tatsächlich englische Songs. Die ersten 6 Plätze sind allesamt englische Songs. Aber Seed mit Halle Bob ist noch ein German Hit sozusagen.
vom Platz 12 geht er 5 Plätze auf die 7 hoch. Dann Platz 6 ist die letzte wöchige Nummer 1, nämlich von Discord und Travis Barker, All of Me, von der 1 5 Plätze runter sozusagen. Dann kommen wir zu dem Song, der letztes Jahr auf Platz 3 war um die Zeit. Ja, Michael Schulte haben wir heute doppelt dabei. All I Need, letztes Jahr auf Platz 3 gewesen. Platz 1 hatten wir tatsächlich vor 2-3 Wochen schon mal. Da war der gleiche dann nochmal auf Platz 1. Und auf Platz 2 war Alligator mit It's You tatsächlich, aber den Song habe ich da wieder nicht gefunden. Wie es ja so oft ist mit den Songs. Dann kommen wir zum höchsten Neuzugang von letzter Woche. Das war Martin Jensen und Rani mit At Least I Had Fun. Damals auf Platz 2 gelandet. Diese Woche geht es 3 Plätze runter, aber immerhin noch Top 5. Und Top 5, die Songs, die in Top 5 sind, die bekommen wirklich auch viele Punkte. Dann auf Platz 4 haben wir einen Song, der letzte Woche auf Platz 14 war. 10 Plätze hoch für die Leoniden mit Love. Der Song geht jetzt mal wieder rauf und dann nächste Woche geht er wieder runter, gehe ich davon aus. Dann auf Platz 3 der höchste Neuzugang für heute. Sozusagen der Liebling von Matuschke, dem Radiomoderator auf Bayern 3. Der, wo unter der Woche auf jeden Fall am Abend ordentlich neue Songs und unbekanntere Songs spielt im Radio und dazu natürlich auch noch richtig gut moderiert. Also gerne mal Bayern 3 anschalten, unter der Woche am Abend ab 20 Uhr. Da kommen auf jeden Fall Geheimtipps zu auch dieser Song. Remy Wolf, Monte Carlo, noch gar nicht so lange draußen, dieser Song. Und der ist wirklich richtig stark, deshalb bei mir auf Platz 3 neu eingestiegen. Dann haben wir noch zwei Songs, beide natürlich auf Englisch. Auf Platz 2 Dermot Kennedy mit Giants, letzte Woche Platz 6, diese Woche hat es gereicht für die Top 5, sogar für Silber, also Platz 2 und auf Platz 1, ihr könnt es euch, denke ich, schon denken. Wer diese Woche auf Platz 1 ist, ist es Ava Max. Mit so vielen Songs landet sie auf Platz 1, eigentlich mit jedem Song, den sie bisher hatte. Da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viele Songs von ihr aufzählen. Salt war mal auf Platz 1, dann Thorn war auf Platz 1 mal. Auf jeden Fall Sweet Bop Psycho damals, also das ist mindestens schon der 4. oder 5. Nummer 1 jetzt von Ava Max. In der noch jungen Karriere tatsächlich von ihr. Das schaffen auch nicht viele Künstler, dass sie eigentlich mit fast jedem Song auf Platz 1 landen auch. Sie hat es wieder mit diesem Song geschafft, letzte Woche Platz 4, diese Woche Platz 1. Dann kommen wir noch zu diesen Songs, die letzte Woche unter den ersten 25 waren, diese Woche nicht mehr. Purple Disco Machine mit Hypnotize, dann Sam Weiss mit Far Away From Home, nee, Sam Feld und Weiss mit Far Away From Home, so rum. Dann Und Ihr von J Balvin und Dua Lipa raus, dann Katy Perry mit Smile nicht mehr dabei, Little Mix mit Holiday, Troye Sivan mit Rage a Teenager, dann natürlich Jason Derulo mit Savage Love nicht mehr dabei und die Chucklers nicht mehr dabei mit Heart and Done. So sieht's auf jeden Fall aus. Einige Songs waren da auch schon in den Top 40 davor dabei. Genau, und somit neigen wir uns auch schon dem Ende entgegen. Ich hoffe, ihr habt jetzt dann eine schöne Woche. Für mich wird es wieder eine schöne Arbeitswoche, hoffentlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.